Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Phasmophobia mit dem guten kleinen Michael und dem ausgewanderten Lasse. Sprechen Sie hier rein? Interview? Hier reinsprechen? Lasse ist schuld. So, gucken wir erstmal, was wir haben. Also, lassen Sie einen Geist durch Salz wandern, kriegen wir vielleicht hin. Lassen Sie das Teammitglied Zeuge eines Geistes werden, kriegen wir vielleicht auch hin. Das ist zu viel Lasse, ich kann nichts dafür. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von 25%, da sind wir schon weit drunter. Ich habe Angst, Hilfe, ich werde gefressen. Wenn hier einer stirbt, bin ich das immer. Ich will keiner. Mama. Alter, ist das dunkel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es extrem dunkel geworden ist. Gib mir ein Zeichen! Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen heller hier machen? Video. Helligkeit mal auf 2 hochballern. Ist das besser? Ja, ist ein bisschen besser. Warte mal, vielleicht können wir es noch ein bisschen höher drehen. Wer geht wohin? Ich bin längs lang gelaufen und. Ah. Na, ich bin noch nicht hoch. Ich bin noch unten drin. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen heller gedreht alles, dass man was sieht und dass ich auch was für die Aufnahme habe, weil nur schwarze Fleck ist ein bisschen doof. Wo bist du? Unterer Bereich, ganz nach links. Nein, das war eine Schule, das kleine Kiel, ich habe den Geist gebildet. Ich weiß. Nee, ich bin ein Dämon. Alter, die hat ein riesen Problem hier, die hat einen Schimmel an der Wand. Das verlassen in Hochschule, wenn auch egal, ob der Schimmel ist oder nicht. Ja, vielleicht wollen sie die wieder aufmachen für kleine, begabte Michaels. Nee, ich bin nicht begabt. Naja, wer mehrere Stunden am Tag schlafen kann und futtern kann nur, der ist doch hochbegabt. Stimmt gar nicht. Ich überhaupt nicht. Gefühle verletzt. Oh, Dis hoch 4. Bist du hier? Ich kann nicht immer essen. Das ist sowas von gelogen. Ich esse relativ wenig. Wäsche? Alter Vater. Der kann futtere wie Scheunendrescher und nimmt Caprocke zu. Den Stoffwechsel hätte ich gern. Nein. Zweimal am Tag. Was Stoffwechsel? Essen tue ich. Nur zweimal am Tag. Bei der Größe auch kein Wunder, sie passt ja gar nicht an. Lasse, wir wollen die Leute nicht auf ihre Größe diskriminieren, nur weil er so groß wie ein Hobbit ist. Ich mach doch viel zu viel groß, der verkackt die einen oder nicht. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Aber jetzt, wo das ein bisschen heller ist alles, ist es wesentlich angenehmer, hier rumzulaufen. Hat jemand schon was entdeckt? Wir sind beide einmal rum, also wir haben uns gerade in der Mitte getroffen, hinten unten war rechts bis jetzt. Okay. Also soll man hochgehen? Ja. Ich habe es ein Zeichen, Geist. Ey, ich kann ja ganz ehrlich sagen, wenn du mal die Helligkeit hochdrehst, ist das Spiel wesentlich angenehmer. Ich weiß. Gib mir ein Zeichen. Bis zu dem Punkt, wo die Spiritbox leuchtet, als hätte sie so einen Neon Martin Scorsese Film für ein Autorennen drin. Ah, ja. Gib mir ein Zeichen. Hat jemand schon den Strom eingestellt? Nicht gefunden, war nicht an meiner Treppe, müsste wieder oben sein, oder unten im Lagerraum. Ja, ich kann mal gucken, ob ich's find. Gib mir ein Zeichen. Oh ja, Lili. Vereinert ja reingeplappert.
Wo hat er denn reingeblabbert? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich hab die Tür gehört. Ja, irgendwo ist eine Tür geklatscht. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ja, wo bist du, kann ich schlecht fragen. Der wird mir keine Antwort geben, weil ich keine so Teile habe zum Suchen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Er ist gezeichnet. Die Akte, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nee, die eine Tür. Das klang gerade so voll verwirrt. Ich gehe mal kurz zum Truck, um meinen Stuff zu holen, weil mit meinem Spirit-Ding komme ich irgendwie nicht weiter. Mach das, wir suchen weiter hier. Ist noch jemand oben? Ja. Also ich nicht. Ich bin deswegen. Ich sehe Licht am Horizont. Ich gehe dahin. Gib mir ein Zeichen. Hallo Michael. Hallo. Wir sind etwa alle bei 60 Sanity. Ah ja. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Boah. Gibt's doch nicht. Oh, hör auf. Eieiei, Demon. Ich möchte nur. Nix. Macht er nix. Wie geht das denn? Man muss jetzt immer, wenn man die Kamera wechselt, nachts jedes Mal nach jeder Kamera neu einmachen. Nee, oder? Lass das Telefon klingeln. Lass das Telefon klingeln. Okay, die Tür ist auch ein wenig offen. Gib mir ein Zeichen. Oh, Schnupfe. Schnupfinge! Gib mir ein Zeichen. Du. Alter, was ist das für ein Geist? Keine Ahnung, was das für einer ist. Gib uns ein Zeichen. Kennt ihr Scheigeist sind? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Lass das Telefon klingeln. Tschalala. Wir haben auch alles an Detective. Die Dinger drin, also es ist am Wagen auch nichts mehr, was uns irgendwie helfen kann, den Geist zu finden. Nee. Bananafon. Ring, wong, ring, wong, ring, wong, ring. Bananafon. Bist du hier? Hm. Bringt nix. Wie heißt du? Babel. Wie heißt du? Babel. Bist du hier? Du stinkst nach Bier. Gib mir ein Zeichen. Hallo, sind wir noch da? Ja. Ja, wir sind noch da. Aber ich habe auch den Strom nicht gefunden irgendwie. Ich bin jetzt oben alles abgelaufen fast. Da ist noch nichts gewesen. Muss eigentlich irgendwo im Lagerraum sein. Da ist er meistens drin. Das. Ja, ich war in beide Lagerräume oben. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe ein Zeichen. Strom ist an. Hm. Gib uns ein Zeichen. Entschuldigung. Tolles Zeichen. Ja, ich wäre jetzt beinahe gestorben. Danke.
Gib uns ein Zeichen. Uah. Wie heißt du? Ich bin Demon. Wie heißt du, Geist? Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Hat jemand eine Tür auf und zu gemacht? Also ich höre irgendwo Geweine. Ja, irgendwo bei Lasse. Also hinten links. Er ist bei mir gespawnt, er ist irgendwo bei mir gespawnt. Ich weiß noch nicht wo genau. Er hat auf jeden Fall richtig starkes Licht flackern. Weiblich und weint. Bin tot. Ja, gut. Also langsam. Nein! Lasse, nein! Ja. Schön. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Alter, fangen die schon wirre auf. Ich will nicht mehr, lass uns abhauen. Ja, geh mir einfach. Kein Bock auf den Geist. Zu viele Sachen drin. Ich geh weiter, weil ein Schluck stelle noch zu, der. Nö, ich glaub nimmer. Jetzt wo der Funk wieder geht. Der Funk geht ja immer, wenn der Geist nicht in der Nähe ist. Haben sie es geändert? Weil die ganze Zeit war dann immer Rausche. Und wenn er in der Nähe ist. Scheinbar ist rum. Wir können glaub ich raus. Ja. Ich komm. Bist du hier? Übel! Alles klar. Wir haben einfach 4%. So aus dem Nichts. Hm. Ja, ich stelle mir nochmal ein bisschen mal auf 3. Ja, 3 ist angenehm. Soll man gehen? Ich hab Sachen zu verlieren. Ja, dann komm auf. Tippen wir irgendwas in. Ich tippe auf Hantu. Hast du eingetippt? Ja, ich habe auch so eingetippt. Müsste nicht unnötig für Kohle verlieren, weißt du? Wir wollen ja Kohle machen und nicht verlieren. Null. Raichu. Ein Raichu. Ich wusste, wo er war, ich wusste, wo er war. Wow, und wo? Oben im Stromraum. Na, wow. Klasse. Weil ich war in dem Raum drin, ich gehe aus dem Raum raus, ich gehe um die Ecke und auf einmal fängt meine Lampe halt richtig hart an zu flackern. Das kann, konnte nur einer von 3 Räumen halt sein. Und das war wieder der Lichtraum und die beiden gegenüber in den Klassenzimmern. Dann bei der zweiten Jagd war ich ja in der Nähe und sie irrte halt im Stromraum rum, bevor sie wieder rausgegangen ist. Kann sein, dass sie auch da reingelaufen ist, so, aber zumindest den Bereich oben. Ja, ja. Egal, schade. Dann breit, 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 breit. Ah, Sekunde, Sekunde, wir müssen noch Stuff hinzufügen. Stuff, 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 Stuff. So, ich will nämlich die mal ausprobieren jetzt. Die sind nämlich ganz cool.
Und es muss auch Mission ausgewählt werden. Und ich bin, wieso bin ich denn der Job, der Jobtyp? Ein Fug. Machen wir das hier. Er läuft die ganze Zeit. Läuft. Alter, ist immer noch so hell. Alter, das Boardmensch gerade, das killt dich gleich, so hell ist das. Kleine Nummer ins Runner sitzen, das ist vielleicht angenehmer wird. Pui. Schluck am Kaffee. Nom. So, gleich mal Optionen, Video. Machen wir auf 2 Runde. Looks like violence. Okay, mag violence, ja, aber nicht. Alternative Ports. Also, das da nehme ich mit und ich nehme das konkret mit. Oh, ich krieg Kopfding. So, was haben wir dann Feines? Wir müssen nur Salz im Geistwirre, Beweise, mit EMF-Reader, das kriegen wir auch hin und kurz fix, das wird schwer. Das ist geil, wenn man tot ist, kannst du das die ganze Zeit dauerhaft sprinten, das ist super angenehm. Oh, haben sie es geändert jetzt? Also haben sie es jetzt geändert. Ich bin auch in der Küche. Hab mal den Schlüssel mitgenommen. Bist du hier? Nö. Wie heißt du da? Bist du hier? Da. Ja, in der Küche ist. In der Küche ist er. Geisterbox. Ja, so hörst du dich auch an, als ob du in der Küche wärst. Hä? Wie du weit? Du klingst, als wärst du 100 Meter vom Mikrofon entfernt. Alter, schon wieder der Bug. Sekunde, Option, Audio, Emo zurück, Emo vor, Anwende. Jetzt besser? Jetzt passt besser. Ja. Ich habe ein Zeichen. Hab ich nur eins mitgenommen. Wäre ein bisschen doof. So, Salz nehmen wir mit. Salz ist immer gut. Dass wir Geisterbox haben, habe ich gesagt, oder? Ja. Gut. Ah, er ist schon durch Salz marschiert. Und er schmeißt Sache um sich. Fingerprints. Fingerprint, holy shit, Finger schnell hier. Ja, ich hab mal richtig gut. Mimi, Poltergeist oder Phantom? Ich tippe auf Poltergeist. Also hier an der Tür kannst du fotografieren, wenn du magst. Ich hab keine Fotokamera dabei. Geisterbuch oder Dot? Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Oder komm, die Animation finde ich geil. Mach das mal. Schreib in das Buch. Nicht betteln, Demon. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß, dass du alt bist. Ich bettel nicht, aber ich finde die Animation cool. Von? Ah ja, wenn er ins Buch hinschreibt. Schreib mir das Buch! Schreib ins Buch! Der hat gerade vor mir gefroren. Ja, ich wollte gerade abdrücken, aber du hast Stufen Mitte drin gestanden. Kann jemand mal mit dem UV an die Tür strahlen, dass ich. Ja, ich weiß, dass ich alt bin. Foto kein UV. Du kannst einfach die Tür fotografieren. Ah, okay. Kann jemand mal gucken, ob das gezählt hat?
Kann jemand mal gucken, ob das gezählt hat? Schreib in das Buch. Ich hab Knochen und nein. Knochen und was? Nein, nicht gezählt. Also dort sieht es jetzt schlecht aus. Besser? Hat's jetzt besser? Nicht gezählt. Vielleicht sind die schon weg, die Fingerprints. Sie sind nur 90 Sekunden dran. Ja, das kann auch sein. Das stimmt. Aber ich könnte ja mal Knicklicht hier werfen, vielleicht sieht man es dann. Müsste. Lasse, ich bin dein Vater. Kruzifix. Ja, ist schon weg. Was ist weg? Die Fingerprints. Ich glaube, das Zeichen. Wollen wir die Knochen nicht mal mitnehmen? Klar. Nimm mit. Müllschütter. Ich glaube, das Zeichen. Wie heißt du? Hey. Der ist auf Diät, hast du gehört? Ich hab Dive verstanden. Ah ja, Diät. Hat er doch gerade gesagt. Gib uns ein Zeichen. Hier, nimm. Oh, ist soweit. Audiosensor. Alter, Doing Room Kitchen. Schon krass jetzt mit einer ganz neue. Also wir müssen nur noch. Das Kruzifix fehlt noch. Basement. Ich glaube, wir haben kein Kruzifix. Doch, es liegt schon drin. Das ist die einzige Aufgabe, die noch fehlt. Beweg dich. Zeige dich. Ich bin auf jeden Fall gerne mit euch. Das ist gut. Wie bitte? Buch. Buch, Buch, Buch. Buch, ich fotografiere es. Okay, dann haben wir es. Buch, 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 es ist ein Poltergeist. Ich hab recht gehabt. Poltergeist. Ich hab recht gehabt, ich hab recht gehabt. Di. Anti-Bettelese. Alle eingeloggt? Alle eingeloggt. Michael auch? Hier. Bueno. Bueno noches. Yes. Hasta la vista. Hasta la vego. So, mal gucken, ob das stimmt. Ja, Poltergeist. Ja, schön. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Haut rein, genießt den Tag und vergesst bitte nicht zu abonnieren, favorisieren und zu teilen. Und tschüss. Ja,